Wir freuen uns auf die erste Dame, und zwar ist das die Katrin Gruber aus Wald am Schoberpass. Und wahrscheinlich Außenbezirk wird auch dein Lehrer heute anwesend sein, da im Publikum. Ja, genau, der Professor Gottfried Hubmann. Professor Gottfried Hubmann, ein ganz bekannter, zweifacher Staatsmeister auf der Harmonika. Also ein Lehrer, der was ein bisschen was am Kosten hat, hat mein Nachbar jetzt sagen. Ja. So, und wir sind wieder neugierig, gell? Schauen wir bei dir daheim ein bisschen vorbei. Ich komme von Wald am Schoberpass in der Obersteiermark. Wir haben zwei Zwerghaserl daheim und die kümmere ich mich sehr gern. Ich gehe in die dritte Klasse von der Spurtmittelschule in Trofeiach. Ich wohne gemeinsam mit meinen Eltern und meiner Schwester in einem Haus. Harmonika spielen tue ich jetzt das siebte Jahr, seit ich in die Volksschule gehe. Da spiele ich auch gemeinsam mit meiner Schwester zusammen, die spielt dann mit der Harmonika mit. Bei Familienfesten müssen wir auch daheim auch öfter spielen, aber das tun wir eh gern. Sonst bin ich auch noch ganz gern mit meinem Papa mit im Revier. Der ist Berufsjäger und da helfe ich ihm im Winter ganz gern beim Brotwildfuttern oder im Herbst bin ich am liebsten mit beobachten. Am meisten taugt mir das dann natürlich in der Hirschbrunft, weil da ist einfach am meisten los. Das geht natürlich nur neben Harmonika spielen und neben Schuige, weil das Harmonika spielen ist mir schon das Wichtigste. Welches Chörstück dürfen wir von dir hören? Die Heidelbeerträume. Heidelbeerträume. Magst du gern Heidelbeeren? Ja, schon. Ja, schon. Sind die gesund da, gell? Ja, ja. Genau, genauso gesund, wie es ist, eine gescheite Musik zu hören. Und das tun wir jetzt. Viel Vergnügen. Die Heidelbeerträume von der Katrin Gruber und wir schauen gleich einmal wieder zur Jury, was sie da hergibt für das. Wer zückt, da schaut schon einer aus. 9-9, 3-9, 4-9 jetzt du mit. 4-9 sind 36 Punkte.